Was ist das Baubiologie? Baubiologie ist die Lehre über den ganzheitlichen Beziehungen zwischen den Menschen und seiner Wohnumwelt. Ich heiße David Ayer und ich bin ein Spezialist über ökologischen Bauen. Ich möchte gerne sprechen über Baubiologie. Was ist das Baubiologie? Baubiologie ist die Lehre über den ganzheitlichen Beziehungen zwischen den Menschen und seiner Wohnumwelt. Wichtig ist, dass wir über ganzheitlichen Beziehungen sprechen, das Ganzheitliches. Das ist das Wichtigste, weil es ist wichtig, dass zu diesem Thema viele verschiedene Lehren kommen, wie zum Beispiel Architektur, Urbanismus, Ökologie, Psychologie, Soziologie. Das heißt, dass wir das als ganzheitlich betrachten. Und in der Mittelpunkt steht der Mensch. Für uns ist nicht wichtig, ökologische Bauten zu bauen, das, um die Energie zu minimalisieren. Das ist auch wichtig, aber das Wichtigste ist der Mensch. Die Baubiologie liegt auf drei Säulen. Der erste, wie schon gesagt wurde, ist Architektur und Urbanismus. Zweite ist ein ökologisches Haus, und ist also Ökologie. Und dritte ist Gesundheit, ein gesundes Haus. Etwa vor 30 Jahren hat Professor Anton Schneider ein Institut über Baubiologie gegründet in Neubern. Zu dieser Zeit hat er auch, so es heißt, 25 Regeln aufgestellt. Diese Regeln sind immer noch gültig. Für uns, wenn wir etwas bauen wollen, für uns ist es wichtig, zuerst einen guten Platz zu finden. Einen guten Platz, das heißt, dass dieser Platz ohne natürlichen und künstlichen Störungen ist. Bei diesem Platz ist es schön, auch wenn wir ein bisschen in Ruhe sind, um diesen Platz zu spüren, zu fühlen. Vielleicht Sie kennen den Wort Genius Loci. Ist es wichtig, dass wir, wenn wir zu diesem Platz kommen, dass wir langsam in Ruhe betrachten, was auf diesem Platz gibt. Es ist, als wir die Schule, die Waldorfschule gemacht haben, die Waldorf-Kindergarten in Sluštice in Prag, nicht weit von Prag gemacht haben, dann sind wir auf diesen Platz gekommen und wir haben das gleich gespürt. Wir haben gespürt, wie diese Umgebung hat auf uns gesprochen hat. Und das wollten wir auch so lassen. Wir haben, als wir den Architekten gesucht haben, wir haben auch gesagt, dass wir wollen das auf diesem Platz zu lassen. Für uns, als wir diese Schule gebaut haben, wir wollten viele Sachen schützen auf diesem Platz. Und es ist uns auch, ich glaube, gelungen. Ich finde, dass wir sollen die Sachen entstehen lassen. Das heißt, wir sollen nicht alles beurteilen, das ist gut, das ist schlecht, sondern wenn wir zu einem Platz kommen, dass wir das entstehen zu lassen. Der nächste Schritt ist die Architektur und Urbanismus. Man sollte das bauen, dass diese Bauten individuell sind, dass diese Bauten menschenwürdig sind, dass wir einen Bau machen, die zu uns etwas sagt. Wenn ich ein Haus beurteile, dann ich muss ein Gefühl haben, ein Gefühl von Freude haben.